wie wir Menschen sind auch Bären individuell, wie auch Maimo und Amelia. Maimo hat eher eine ruhige Art, er hat einen sehr geduldigen Charakter. Amelia läuft oft zügig über die Anlage und wackelt mit ihrem, wir sagen immer, JLo-Hintern. Und sie ist auch misstrauisch ab und zu, denn sie beobachtet Rochus, unseren Techniker, immer ganz genau, wenn er wieder Zaunarbeiten macht. Jetzt im Spätherbst sind unsere Bären meist ganztägig unterwegs, denn sie sind auf Nahrungssuche. Wenn wir dann ab und an ein ganzes Schaf reingeben, dann fressen sie sich am Morgen voll und sind dann meist am Nachmittag am Ruhen und das dann auch oft versteckt im Wald. Am bequemsten erreichen wir das Arosa Bärenland hier auf 2000 Meter mit der Durchzahlbahn Arosa Wieshorn direkt vom Bahnhof. Wanderer haben die Möglichkeit, den Bären Erlebnisweg vom inneren Arosa zu laufen.